freue mich nun, unseren nächsten Experten ankündigen zu dürfen. Studiert hat er an der Technischen Universität in Wien, nämlich Bauingenieurswesen. Er ist Forscher und Arbeiter in Bereichen von Verkehrsplanung, Verkehrstechnik und er ist der stellvertretende Obmann des Nachhaltigkeitsforums ILMIT. Und wir freuen uns nun nicht nur über eine Zusammenfassung des Status quo, der sich ja von Jahr zu Jahr ändert, sondern vielleicht auf die Antwort der Fragen aller Fragen. Ich möchte von A nach B, aber wie? Ich bitte auf die Bühne Diplom-Ingenieur Dr. Harald Frey. Ja, vielen Dank. Wie das oft so ist, wenn man einen Vortrag macht, man kommt dann drauf beim Zusammenstellen der Inhalte, ob der Titel eigentlich so passend ist oder ob man vielleicht ihn anders hätte wählen sollen. Sei es drum, in der Frage aber wie, ergibt sich oder aus der Frage ergibt sich eigentlich sofort eine nächste Frage, nämlich, viel wichtiger ist das, wie komme ich von A nach B, die Frage zu beantworten, warum. Diese Frage ergibt sich einfach aus dem Grund, dass hinter jedem Zweck, das heißt, warum wir mobil sind, eigentlich ein Wegezweck befindet. Das heißt, wir wollen von A nach B, weil wir, ja was? Weil wir dort einkaufen, weil wir dort Freunde treffen wollen, weil ich meinen Arbeitsplatz erreichen will, muss. Also viel wichtiger ist eigentlich die Frage, warum muss ich eigentlich von A nach B? Mobilität ist immer Ausdruck eines Mangels am Ort. Wenn Sie hier sitzen oder wenn wir hier sitzen und ich bekomme einen Durst oder ich bekomme einen Hunger, muss ich Mobilitätsaufwand betreiben und meinen Körper da hinaus bewegen, um mir Essen, Trinken, Nahrungsaufnahme irgendwo zu beschaffen. Das heißt also, ich muss irgendeinen Mangel am Ort durch Mobilitätsaufwand kompensieren. Also um über die Frage des Warums und letztendlich über das Wie zu sprechen, ist es überhaupt einmal wichtig zu fragen, ja, was habe ich eigentlich in meiner Nähe? Was habe ich eigentlich und was habe ich nicht in meiner Nähe? Das heißt also, hinter den Mobilitätsbedürfnissen und des Wies stehen eigentlich ganz grundlegende Bedürfnisse. Und das ist auch der Grund, warum das Thema Mobilität immer wieder auftritt in allen Themenbereichen. Egal, ob es um Tourismus geht, wie es heute angesprochen wurde, hinter dem ja auch Bedürfnisse stecken. Also Leute fahren ja auf Urlaub, um, ja, auch das ist eine Frage, nicht? Warum fahren sie auf Urlaub? Diese Dinge einfach sozusagen im Detail zu betrachten. Also es gibt gewisse Grund- und Existenzbedürfnisse. Wegezweck einkaufen, nicht? Ich muss mir irgendwo Nahrung beschaffen, das war früher irgendwo am Ort der Fall. Das heißt, ich bin nur hintergegangen in den Hinterhof oder Hinterhaus, in den Stadel oder in den Garten und habe mir dort Nahrungsmittel besorgt oder halt weiter weg. Oder der Arbeitsplatz. Arbeitsplatz war eigentlich relativ lange Zeit immer direkt verbunden mit dem Wohnort. Also Pendlermobilität ist zum Beispiel ein sehr, sehr junges Phänomen seit den 4-5 Jahrzehnten in dem Ausmaß, wie wir sie heute sehen, wo 2/3 und mehr heute aus den Gemeinden auspendeln und einpendeln. Und dann gibt es natürlich auch Sozial- und Wertschätzungsbedürfnisse. Ich habe es bereits vorher erwähnt. Wir wollen Freunde treffen, wir wollen uns einmal erholen, alle diese Dinge. Und das steckt natürlich auch dahinter. Wie sind die Familienstrukturen früher gewesen? Wie waren die Rückzugsräume? Wo hat man sozusagen Energie tanken können? Und so weiter und so fort. Und wenn Sie die Leute heute das fragen, dann sozusagen sind das heute die Gründe für die Mobilität. Und das kann natürlich auch immer wieder beeinflusst werden von der Art und Weise des Mobilitätsmittels, wie ich Ihnen später zeigen werde. Und vielleicht ganz oben auf dieser Pyramide steht etwas, was auch ganz wesentlich ist in der ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit. Wir kommen immer darauf zurück, dass wir darüber sprechen, wie wir eigentlich leben wollen und damit auch, wie wir eigentlich arbeiten wollen oder was für einen Stellenwert Arbeit eigentlich bedeutet. Also das Thema Selbstverwirklichung. In Zeiten, wo sozusagen der gelernte Beruf relativ klar vorgegeben war, nämlich das war jener, der Vater oder der Großvater sozusagen oder die Generationen davor schon ausgeübt haben und dann die Kinder angelernt wurden, um diese Fähigkeit meistens zu verbessern, meistens handwerkliche Fähigkeiten, hat sich natürlich auch verändert in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, die Menschen sind irgendwo da oben unterwegs, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Selbstverwirklichung, viel mehr auf der Suche als früher und das dazu brauchen oder verwenden sie natürlich auch Mobilität. Also Mobilität ist immer Ausdruck eines Mangels am Ort und, wenn Sie das beobachten, es gilt für die Außenwelt genauso wie für die Innenwelt. Es gab einmal den schönen Spruch, der Mensch, der Urlaub braucht, hat den falschen Beruf.
Das heißt also, er versucht irgendwas zu kompensieren am Urlaub, weil er muss sich sozusagen entspannen von den Lasten der Arbeit oder wie auch immer, was er eben sonst bei anderen Tätigkeiten im Alltag nicht finden kann. Das Thema Mobilität begleitet uns ja schon relativ lang und wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen, zumindest mit gewissen Formen der Verkehrsmittel, also insbesondere des Zu-Fuß-Gehens. Das heißt also, wir sind drauf gekommen, hilft uns am Überleben eigentlich mehr, wenn wir uns auf diese Art und Weise fortbewegen, weil wir, wenn wir aufrecht gehen, weiter blicken können in den Savannen und Städten und sozusagen Feinde auch schon früher erkennen können. Also haben wir uns an diese Situationen, an diese Rahmenbedingungen hier angepasst. Und damit eigentlich, das waren ja alles Zeiten, wo es das Thema Verkehrsprobleme, Umweltverschmutzung, Emissionen, alles noch kein Thema war, weil damals waren eigentlich die Verkehrsanlagen für diese Formen der Fortbewegungen eigentlich sehr gut angepasst an die Umgebungsbedingungen. Das war eigentlich die Topografie, das Gelände. Man hat zwangsläufig, es gab keine großen Maschinen, keine nennenswerten Möglichkeiten, Arbeitsaufwand zu betreiben. Man musste eigentlich körperliche Energie und körperlichen Energieaufwand insofern minimieren oder reduzieren, indem er geistige Energie eingesetzt hat, indem er geschaut hat, wie komme ich eigentlich über so eine Brücke, wie komme ich eigentlich über so einen Bach oder über einen Fluss, habe erste Ingenieurleistungen dadurch entstanden oder wie kann ich Höhenunterschiede überwinden, beispielsweise durch Stufen. Also die ersten Ingenieurleistungen relativ gut angepasst durch eben das natürliche Umfeld. Und dann ist man eigentlich relativ rasch auch drauf gekommen, es gibt auch Hilfsmittel in der Mobilität, sei es der Wind beim Segelboot, der externe Energie, hat uns auch schon zu weiteren Distanzen verholfen und auch zu einem veränderten Wirtschaftssystem. Wir denken nur an die East Indian Company und alle diese Dinge, die wir natürlich durch internationale Handelsbeziehungen erkannt haben oder eben auch die Hilfsmittel von tierischer Muskelkraft. Der Vorteil da, anders als beim Auto oder dem mechanischen Verkehrsmittel, da ist noch ein Hirn dabei. Und natürlich auch, die hatten Zusatzfunktionen. Denken Sie ja beispielsweise an den Stall, an die Stallungen, die meistens nahe zum Wohnbau gebaut wurden. Warum? Weil die Tiere ja Wärme erzeugen und gleichzeitig sozusagen die Räume daneben mitgeheizt haben. Das heißt also, da haben die Verkehrsmittel noch einen ziemlichen Mehrwert auch auf unterschiedlichen Ebenen gehabt und man hat immer auch das entsprechende Verkehrsmittel an die entsprechende Umgebung ausgewählt. Nicht überall war es das Kamel oder das Dromedar, andererseits waren es Esel und so weiter und so fort. Also eine gewisse Diversifizierung, würden wir wahrscheinlich heute sagen, der Verkehrsmittel. Und dann ist man eigentlich bald relativ rasch draufgekommen, insbesondere in den asiatischen Ländern, man hat das Rad erfunden. Und das Rad hat natürlich massive Vorteile, weil es kann Dinge relativ rasch beschleunigen. Es kann, wie man auch hier sieht, natürlich die Funktion erfüllen, schwere Lasten mit einfacher Muskelkraft über größere Distanzen zu transportieren, sei es Personen oder Waren. Aber es hat den großen Nachteil, es braucht eine halbwegs ebene Oberfläche, also einen halbwegs ebenen Untergrund. Also musste man sozusagen das natürliche System oder den natürlichen Boden technisch verändern. Das hat relativ lang sehr gut funktioniert und so waren natürlich Effizienzsteigerungen im ungeahnten Ausmaß möglich. Und auf einmal wurde man natürlich auch bequemer. Das heißt, man ist draufgekommen, man hat noch in dem Fall natürlich Muskelkraft, tierische Muskelkraft auch verbinden können mit der technischen Erfindung des Rades, um Körperenergie einzuspannen. Eine sehr bequeme Erfindung, nur für ganz wenige leistbar natürlich in dem Fall. Der Aufwand war enorm, aber er hat natürlich auch schon das System insgesamt verändert. Eine Fabrik für die Kutschenproduktion. Das heißt also, es gab schon einen entsprechenden Aufwand an Energie, an Materialien mit den entsprechenden Auswirkungen auch, um sozusagen sich eine bequemliche Fortbewegung auch leisten zu können. Das Ganze war noch relativ überschaubar, überall dort, wo man sozusagen dann Straßen angelegt hat oder hatte, hatte man versucht, darauf Bedacht zu nehmen, auch das, was man der Natur entnommen hat, indem man beispielsweise Oberflächen versiegelt hat, beispielsweise dann durch Alleen oder durch Pflanzungen wieder zurückzugeben. Auch das hatte nicht nur einen, man würde sagen, vielleicht ethischen oder moralischen Aspekt, sondern natürlich auch einen sehr praktischen, weil die Beschattung natürlich, wenn ich dort zu Fuß unterwegs war oder auch für die Pferde, natürlich längere Distanzen ermöglicht hatte. Also die Beschattung hat auch nicht nur die Straße, die Oberfläche geschützt, sondern auch den Verkehrsteilnehmer. Im Summe also eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild. Das heißt, es hat nicht nur das Land und die Gemeinden geprägt, sondern auch die Städte. Heute würde man sowas vielleicht auch wieder wünschen. Das heißt, eine ganz diversifizierte, heterogene Form der Verkehrsmittelwahl, zu Fuß gehen, Radfahrer,
All diese Dinge, wie man sie eben hier an einem Beispiel in Wien erkennen kann. Und der öffentliche Raum war eigentlich geprägt durch Menschen, die auch kommuniziert haben. Verkehr ist ja auch sozusagen in erster Linie ein Austausch an Information. Und das heißt, wir verkehren ja jetzt dann auch miteinander oder in der Pause. Das heißt also, wenn wir Informationen austauschen, ist das auch ganz, ganz wesentlich für die Mobilität. Also das Wie bestimmt auch die Frage, wie weit wir also Informationen austauschen. Das war so relativ lang noch im Gleichgewicht, also es wurden natürlich hier negative Effekte immer wieder dargestellt und auch bemerkbar, aber wir waren so relativ lange Zeit unserer Entwicklungsgeschichte eigentlich geprägt durch die Fußgängergeschwindigkeit und das hat sich eigentlich dann mit dem mechanischen Verkehrsmittel, man kann sagen, in sehr, sehr kurzen menschheitsgeschichtlichen Zeiträumen massiv verändert. Also diese Geschwindigkeit, die wir heute im System natürlich zurücklegen, nicht nur in der Mobilität, sondern in unseren ganzen Alltagstätigkeiten, ist vergleichsweise mit der Geschichte des aufrechten Ganges des Menschen über 5 bis 6, 7 Millionen Jahren natürlich exorbitant kurz. Das heißt also, die Frage, die sich natürlich daraus ergibt, haben wir überhaupt gelernt, oder sind wir nicht viel mehr noch in dieser Lernphase, wie wir mit diesen Verkehrsmitteln umgehen? Das ist auch eine Frage, ist auch immer eine Frage der Hygiene. Ne? Wenn ich in eine Wohnung gehe mit dreckigen Schuhen, ziehe ich mir auch vor der Wohnung die Schuhe aus. Entwickeln sich oder wie beeinflusst das Auto oder wie beeinflussen Maschinen eigentlich unseren Lebensraum? Und auch da ist eine Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Und auch das gab schon die ersten Konflikte. Erste Reichsautobahn und man sah damals, aus Gründen des Landschaftsschutzes sind damals die alten Eichen in diesen Mittelstreifen, dort wo heute diese Betonleitwände stehen, die ja früher auch noch Grünstreifen waren, musste erhalten bleiben. Also das ist sozusagen die erste Autobahn, noch natürlich sehr idyllisch im Vergleich, wie wir heute die Querschnitte kennen, aber man sieht eigentlich noch eine Wertehaltung und über Werte ist gestern ja auch implizit immer geredet worden, wie wir über die Ethik gesprochen haben, eigentlich noch eine klare Prioritätenreihung. Also die Eiche musste erhalten bleiben und Naturschutz hat hier auch sozusagen auf diese Formen der Mobilitätsinfrastruktur Einfluss genommen. Das hat sich natürlich dann, und jetzt springe ich ein paar Jahrzehnte, natürlich massiv verändert. Das heißt, diese für uns sehr nostalgischen und lieblichen Bilder schauen natürlich heute ganz anders aus. Weil dieses Wachstum und der Wachstumszwang und der Wachstumsdrang, der uns ja auf allen Ebenen begleitet, hat natürlich massive Auswirkungen auf diese Form der Mobilität gehabt. Und es ist ja fast ein fast hilfloses Bild oder Anzeichen dafür, wie man damit umgegangen ist. Nämlich indem man mit dem Meer und Meer nie darüber nachgedacht hat, passt das eigentlich zusammen? Ist das eigentlich, was sind die Folgen dieser Form der Fortbewegung, des von A nach B Kommens, wenn man so will, sondern man hat einfach an diesem Dogma festgehalten und das kann man vielleicht ein bisschen als Technology oder Technologie-Lock-in bezeichnen, nämlich permanent weitergemacht. Jetzt haben wir mit dieser Technologie angefangen, jetzt müssen wir da auch weitermachen. Jetzt müssen wir dann, wenn es da staut oder eng wird, müssen wir halt eine Spur dazulegen und so weiter und so fort. Und so sind natürlich diese Bereiche entstanden. Jetzt kann man sagen, naja, Moment einmal, jetzt zeigt der Freider die Bilder irgendwo aus den 60er, 70er Jahren und zum Teil von davor. Jetzt müsste ja mal draufgekommen sein, jetzt haben wir 2022 und dann dauert das so lang, dass man da draufkommt, dass das eigentlich nicht funktioniert. Nein, man ist eigentlich relativ rasch schon draufgekommen, dass diese Formen eigentlich, linke Grafik, man wird es nie schaffen, dass man sozusagen genügend Verkehrsinfrastruktur anbietet, nämlich mit der Problematik, dass sozusagen die Verkehrsinfrastruktur in erster Linie eine Angebotsplanung ist. Das bedeutet also, je mehr Sie davon draußen anbieten, desto eher verändern Sie das Verkehrsverhalten in die Richtung, dass Sie sagen, seid nicht blöd, wir haben euch da draußen diese Infrastruktur angeboten, also nehmt auch das dazu entsprechende Verkehrsmittel mit der dazu entsprechenden Geschwindigkeit. Der Werner Gruber hatte das schöne Beispiel mit dem 80-100 und wir hatten es ja gestern auch. Ich fahre auch manchmal auf der Autobahn 80, nämlich im Baustellenbereich oder vielleicht 90. Warum fahre ich dort 80 und warum schaffe ich es dort schwer über 100? Weil die Fahrbreiten ganz anders sind, weil neben mir der LKW auf 2 Meter oder 2,50 Meter unterwegs ist und die Infrastruktur mir eigentlich sagt, wenn du da versuchst mit 130 durchzufahren, wird es knapp. Und gleiches gilt für die Landesstraße. Wenn ich auf der Landesstraße unterwegs bin und auf einmal gibt es einen Kurvenbereich oder schlängelt er sich irgendwo auf einen Berg hinauf, könnten 80 schon wieder viel sein. Und gleichzeitig auf einer 100, auf einer ganz geraden Straße mit überbreiten Fahrbahnen, kommen wir die 100 schon wieder langsam vor. Also die Infrastruktur sagt uns eigentlich, wie wir uns adäquat verhalten können, ohne dass wir irgendwelche Regeln brauchen oder viel darüber nachdenken müssen. Wir kommen eigentlich da relativ rasch drauf.
Und natürlich gleichzeitig die Möglichkeit, wer profitiert davon. Das heißt also, auf der rechten Seite sieht man ja die Ideologie, die hier dahinter war, und zu sagen, nein, baut lieber mehr Autobahnen bis in die Städte, weil das wird eben das Verkehrsproblem lösen oder euch lösen helfen. Das war ja auch sozusagen das Slogan über lange Zeit. Und das hat man natürlich über Jahrzehnte versucht weiterzutreiben, das System, und tut es natürlich heute noch. Wir müssen ja dazu sagen, das sind ja alles Bilder, die die Effekte zeigen, aber im Grunde genommen die Ursachen dahinter werden ja heute nach wie vor vorangetrieben. Also Straßenausbau auf vielen Ebenen ist natürlich heute noch ein Thema. Aber man sieht natürlich, dass diese Form der Mobilität, wenn sie jeder machen will, in dem Ausmaß, wie es uns vielleicht die Werbung suggeriert, nämlich du steigst am Wochenende in dein Auto, fahrst gemütlich auf der Landstraße, bist ganz alleine, ein Idealbild ist, dass dann, wenn es alle verfolgen, so in der Realität nicht zutrifft. Und das betrifft jetzt aber erst die Situation, wo die Leute in den Autos sitzen. Und wir sollten uns ja viel mehr damit auseinandersetzen, ja, warum müssen sie das überhaupt? Das heißt also, das ist erst das Symptom einer viel tiefer liegenden Ursache, der Bilder, die wir hier sehen. Und von A nach B kommen hat immer unterschiedliche zwei Seiten. Das heißt also, es gibt eine gewisse Ausrichtung der Infrastruktur in eine gewisse Richtung, aber das ist ja auch Verkehr. Das heißt, auf einmal wird das Recht jener, die sich schnell in dieser Längsrichtung bewegen, auf einmal zum Unrecht jener, die links und rechts der Straße wohnen und sich eigentlich von links nach rechts bewegen wollen. Wir haben also auch ein gewisses Bild von Verkehr oder von Mobilität, das oft auch von unserem Alltagshandeln und Wesen geprägt ist. Aber wir wissen natürlich, wo wohnen denn die Menschen in den Städten und in den Dörfern? Die wohnen ja links und rechts von der Straße. Und das waren eigentlich früher die alten Beziehungen, dass ich über die Straße gegangen bin und mein Nachbar gefragt hat, ob ich mal was ausborgen kann, wie es ihm geht und so weiter und so fort. Wird diese Beziehung behindert oder unterbrochen, tritt hier eine Barriere plötzlich auf, dann muss diese Form der Mobilität, des Bedürfnisses, ich borge mal was aus, er unterstützt mich, er hilft mir, er borgt mir etwas, irgendwo anderweitig gesucht werden. Und wenn das natürlich über Jahrzehnte sozusagen in diesem System mitschwingt, dann gibt es natürlich Profiteure. Wenn die gegenseitige Hilfsbereitschaft, die Gemeinschaft geschwächt wird durch schnelle Verkehrssysteme, dann sozusagen ist das natürlich Futter für jene, die sich diesen Mangel zugute machen können oder ausnützen, würde man vielleicht heute viel mehr sagen. Also die Nachbarschaftsbeziehungen, die sozialen Geflechte, das alles Mobilität ist, die hier stattgefunden haben, die waren sehr kleinteilig und waren sicher nicht in dem Ausmaß erforscht, wie die Strukturen noch lebendig waren und funktioniert haben. Die sind eigentlich vielfach heute verloren gegangen oder funktionieren heute nur noch am Ort, wenn man sich irgendwo trifft, im Gasthaus, wenn man zusammensitzt. Aber dazu braucht man schon wieder das Auto vielmals, um dorthin zu kommen. Und natürlich, je höher die Geschwindigkeit werden, desto höher wird dann auch die Reiseweite. Das heißt, das Problem, dass diese permanente Geschwindigkeitszunahme eigentlich dazu geführt hat, dass das, was wir früher immer in der Nähe gehabt haben, wir heute suchen, aber mit den hohen Geschwindigkeiten erst irgendwo ganz weit weg finden. Das heißt, dass ich heute eben mit dem Flugzeug irgendwo hinfliege, um dort Ruhe zu suchen, um dort irgendwas zu finden, was ich eigentlich glaube zu brauchen oder auch sicher zu brauchen. Das heißt also, welche Grundbedürfnisse oder welche Bedürfnisse befriedigen wir oder müssen wir mit diesen Formen der Mobilität weiter wegbefriedigen? Das ist das Wesentliche und das Spannende. Und dann gibt es eigentlich was Spannendes, was im Thema der Technologisierung natürlich steckt, das steht da oben, weil wenn ich die Spanne natürlich weiter treibe, sehen Sie, da gibt es ein Verkehrsmittel, das es uns erlaubt oder eine Transporttechnologie, heute gleichzeitig überall auf der Welt zu sein. Eine Unmittelbarkeit eigentlich ermöglicht nämlich das Internet. Das heißt also, heute ist das löst natürlich damit alle räumlichen Grenzen auf, weil es ist heute völlig wurscht, ein Arzt kann heute aus Japan einen Patienten natürlich in Wien operieren beispielsweise mit technologischen Krücken und Hilfsmitteln, also er muss gar nicht mehr vor Ort sein. Das löst natürlich alle räumlichen oder Dinge, Beziehungen, die hier einen Bezug gehabt haben mit einer räumlichen Größe auf und führt sie in eine virtuelle Welt über. Das ist auch ein Transportsystem, oft und aus den Augen gelassen, auch in der Forschung. De facto beginnen schnelle Verkehrssysteme die Stadtstrukturen zu bestimmen und das ist so ein bisschen der nächste Abschnitt. Man sieht eigentlich, was ist passiert. Jetzt wäre dieses System natürlich scheinbar jetzt einmal gar nicht so tragisch. Man würde sagen, naja, das ist halt schneller geworden, wir bedienen uns dieser Geschwindigkeiten,
Ich fahre halt jetzt schneller dort von A nach B, deswegen auch die hitzige Diskussion. Ne? Wenn einer statt 130 100 fahren muss auf der Autobahn, klar, dann rechnet der Einzelne dann vor, wie lange er dann für diese jeweilige Distanz braucht, wenn er langsamer fährt. Jetzt ist aber natürlich das Tragische in dem ganzen System, also eines bedingt das andere, das haben wir ja auch schon gehört, dass sich die Ziele verlagern. Das heißt also, dass das, was in der Nähe war, auf einmal plötzlich weiter weg ist. Und das bedeutet aber, dass die Strukturen in der Größe zunehmen müssen. Flächenverbrauch, Zersiedelung, Stadtwachstum und vor allem in der Fläche. Das heißt also, die Städte sind mit den zunehmenden schnellen Geschwindigkeiten explodiert, kann man sagen, in ihrer Größe und ihrem Flächenverbrauch. Und das war natürlich, hat enorme Konsequenzen gehabt. Und jetzt zoomen wir ein bisschen in diese Strukturen hinein, Wien mit dem Wienfluss, wo man gesehen hat, was eigentlich diese Strukturen für vitale Funktionen, für einen vitalen Charakter gehabt haben, bevor sie von Planern, von den Maschinen ihrer Geschwindigkeit und der externen Energie eigentlich deformiert und zerstört worden sind. Das heißt also Städte, das gilt genauso und natürlich mit viel wenigerem Ausmaß, weil die Abhängigkeit eine geringere ist für Dörfer und Kleinstädte, haben natürlich immer davon gelebt, dass sie Ressourcen von außen beziehen und gleichzeitig auch Ressourcen nach außen hin abgeben. Und je größer Städte werden, desto größer wird natürlich auch die Abhängigkeit vom Umfeld. Ich habe unlängst wieder einen Artikel gelesen mit einem Lob auf die Stadt, in dem Fall war es die Stadt Wien, aber würde man darauf Bedacht nehmen, wie viel Fläche die Stadt eigentlich einnehmen würde mit all ihren Versorgungseinheiten für diese Grundbedürfnispyramide, damit die Menschen ernährt werden können in der Stadt, damit die Energieversorgung bereitgestellt wird, dann wäre natürlich die Stadtfläche heute mindestens dreimal so groß. Die Entsorgungseinrichtungen sind nicht das Dramatische, aber wenn wir diese Fläche eigentlich berücksichtigen, dann schaut die Flächenbilanz heute schon ganz anders aus. Und diese Funktionen, ist egal ob Großstadt oder Kleinstadt, waren natürlich über lange Zeit so organisiert, dass sie entsprechend der Lage und der topografischen Voraussetzungen gewisse Dinge zugelassen haben, aber auch gewisse Dinge nicht. Das ist das, was wir heute über Grenzen eigentlich definieren und wenn wir diese Grenzen auch immer wieder besprechen und in Bezug nehmen. Und das ist sozusagen, was sind eigentlich die Grenzen? Ja, die Grenzen der Mobilität, die Grenzen von Verkehrswachstum, die Grenzen des Energieverbrauchs, des Flächenverbrauchs und so weiter und so fort. Und hier entwickelt sich eben eine Dynamik, die auf die Kleinteiligkeit dessen, was der Mensch eigentlich braucht, also kommen wieder auf die Grundbedürfnisse zurück, uns eigentlich hinführt. Weil die Dinge eben, was ist der Maßstab des Menschen und was sind seine Bedürfnisse, ganz zentral die Bebauungsbestimmungen und das Verkehrssystem heute beeinflussen. Und es ist eben ein Unterschied, ob der Straßenraum vor meiner Haustür, der öffentliche Raum, so aussieht oder ob er eben so aussieht. Das heißt, das hat Einfluss auf das Mobilitätsverhalten. Und wo werde ich mich gern oder wo werde ich lieber meine Freizeit verbringen? Wo wird vielleicht es einfacher sein, mein Kind vor der Haustür spielen zu lassen? Wo wird es einfacher sein, mit dem Rad zu Fuß unterwegs zu sein? Welche Infrastruktur empfiehlt mir welches Verkehrsmittel? Das kann jeder, glaube ich, für sich selbst auch beantworten. Das heißt also, mit dem Gestaltungsanspruch, den wir heute auf Verkehrs- und Siedlungsplanung, Stadtplanung, aber auch auf die Gebäude selber sozusagen projizieren, das löst erst das aus, was unter diesem Titel von A nach B, aber wie eigentlich diskutiert wird. Das heißt also, diese Infrastruktur erklärt mir ganz klar, steige ins Auto. Und wenn ich frage, welche Bedürfnisse kann ich hier eigentlich in dieser meiner Straße, wenn man sie vielleicht so bezeichnen will, eigentlich erfüllen? Nahrungsaufnahme? Nein. Erholung? Weiß ich nicht. Freunde treffen? Eher kaum. Menschen sehen, beobachten, die gerade etwas tun, also arbeiten und damit lernen. Das, was heute im weggesperrt ist, weil wir ja Kinder sozusagen von 8 bis 18 Uhr irgendwo in Institutionen abgeben. All diese Dinge sozusagen müssten aus dieser Infrastruktur beantwortet werden. Und dann kann man erklären, ist sie zukunftsfit, passt sie und damit nachhaltig oder nicht. Auch das ist eigentlich eine endlos lange Diskussion, Roland Reiner, Kriterien der wohnlichen Stadt. Also es gibt ja Dinge, die alles nicht neu sind in der ganzen Debatte, aber wie wir heute Dinge umsetzen, muss man sagen, wir waren schon weiter. Wir waren schon weiter, wir waren weniger technokratisch, wir waren mehr am Menschen und die Formulierung, die Sprache war exakter in dem, was man sich eigentlich von der Umsetzung erwartet hatte. Der soziale Wohnbau hat vieles in Wien dieser Kriterien ja immer mitgenommen und aufgegriffen und umgesetzt.
wo es eben darum gegangen ist, Freiflächen zu schaffen, wenn es darum gegangen ist, Wasserflächen zu schaffen, wenn es darum gegangen ist, nicht zu fragen, wie viel kostet das, sondern zu fragen, was brauchen die Menschen? Und das ist heute in der Diskussion natürlich komplett anders, weil die Effekte, die wir heute sehen in der Gestaltung, ist ein Produkt, ist ein Resultat technokratischer oder eben Kostenparameter, aber auch mangelnder politischer Vorgaben für diese Systeme. Das heißt, dass dein Innenhof heute überhaupt so aussehen kann, mit Lüftungsschlitzen und für die Tiefgarage, sozusagen führt uns letztendlich aufsummiert, sind Einzelbeispiele, aber aufsummiert zu den Problemen, die wir heute diskutieren und sehen. Oder dass ein Kinderspielplatz oder dass eine Freifläche als Kinderspielplatz definiert wird, die so aussieht, zeigt uns ja die Wertehaltung. Wir sind wieder bei dem, was wir gestern diskutiert haben. Das ist eine Frage der Ethik und zum Ethik gehört es den Umgang mit Mitmenschen. Und gerade die, die sich eben nicht wehren können und die eigentlich im Aufbau begriffen sind, mit denen gehen wir so um. All diese Dinge sind natürlich sozusagen bekannt und was ich auch immer mitgebe, sind diese zwei Grafiken. Eine, die kennen Sie vielleicht, ich habe es vorletztes Jahr auch in einer ähnlichen Form einmal gezeigt. Da hat einmal Donald Apple, ja, das hat in den 80er Jahren untersucht, geschaut, wie viele Freunde und Bekanntschaften habe ich auf der jeweilig anderen Straßenseite in Abhängigkeit davon, wie viele Autos durch den Querschnitt fahren. Und Sie sehen, davon viel Autos durch den Querschnitt, sind weniger Linien, da sind schon mehr Leute unterwegs im Straßenquerschnitt und da sind fast keine Autos und habe entsprechend viele soziale Beziehungen. Also schon ab 2000 Autos im Straßenquerschnitt sinkt die Zahl meiner Freundschaften und Bekanntschaften um rund ein Drittel, die ich in diesem Bereich habe. Das ist das eine. Was aber viel noch interessanter ist, er hat gleichzeitig die Menschen gefragt, das, was sie als ihr Home Territory bezeichnen, also ihre Wohnung oder ihr Wohnumfeld, womit sie sich identifizieren. Sie sollen das in einen Plan eintragen. Und die haben das gemacht. Bei vielen Autos im Querschnitt, bei so mittleren und bei wenig. Und Sie sehen natürlich hier, je weniger Autos im Querschnitt unterwegs sind, je größer die Freiheitsgrade werden, mich in dem Straßenquerschnitt vor meinem Haus zu bewegen, desto größer werden diese Bereiche. Desto mehr fühle ich mich in der Straße beheimatet, in dem Haus beheimatet, desto mehr kann ich eine Identität mit meinem Umfeld auch aufbauen. Wenn natürlich das Umfeld so ist, dass es nur Gefahrenzone und Unort ist, dann bleibt mir gar nichts anderes über, als meine Wohnung so schnell wie möglich oder vielleicht sogar mein Stockwerk so schnell wie möglich zu verlassen. Und erst wenn ich eine Möglichkeit habe, dort draußen etwas zu tun, dort Zeit zu verbringen, mich aufzuhalten, dann beginnt eine Identifikation. Und da komme ich auch drauf, was eigentlich vis-à-vis von meiner Straßenseite wohnt und wie diese ganzen Geschichten eigentlich in meinem Umfeld funktionieren. Und jetzt neigen wir permanent dazu, ein System zu ordnen. Wir haben ja alle so ein bisschen, das ist auch bedingt natürlich, weil wir selbst sind ja auch geordnet, unsere Organe, Gewebe, wir haben ja eine hierarchische Ordnung. Und wir neigen dazu, Dinge, die eigentlich funktionieren, Systeme als unordentlich zu bezeichnen, wenn sie für uns zu kleinteilig und unübersichtlich werden. Ein Problem in der Planung, die letztendlich in den 30er Jahren zur Funktionstrennung geführt hat. Die gesagt hat, naja, machen wir halt dort wohnen, machen wir halt dort arbeiten. Die Flächenwidmung hat das in vielen Bundesländern bis heute noch. Es gibt keine Mischnutzung, keine gescheite als Widmungskategorie, beispielsweise in Niederösterreich. Also machen wir Funktionstrennung. Und mit der Geschwindigkeit des Autos haben wir auf einmal die Möglichkeit, diese Gebiete entsprechend zu bebauen. Und damit ein Beispiel zwischen Paris und einer französischen Idee von Le Corbusier. Und Sie sehen natürlich, wie die Autobahn oder die breite Straße eigentlich sehr gut zu diesen Baufeldern passt und zu dieser Gebäudeform und Struktur. Und wie der Maßstabsverlust zwischen den beiden Strukturen, einer kleinen, teiligen, gründerzeitlichen Stadtstruktur und diesen enormen, massiven Verkehrsdimensionen eigentlich oder der Verkehrsinfrastruktur eigentlich ersichtlich wird. Und dieser Maßstabsverlust, der zeichnet sich halt immer weiter ab. Also ich erkenne keine Trendumkehr. Und die führt natürlich zu massiven Abhängigkeiten, weil Sie heute hier, wenn Sie hier ein Baufeld bearbeiten, natürlich vertikal wie auch horizontal hier eine viel höhere Resilienz haben, indem Sie hier kleinteilige Blöcke wieder austauschen können, indem Sie hier schrittweise Dinge sozusagen adaptieren können, als in einer Blockgröße, die zwar hier kopiert wurde, wenn zumindest nur in einer Richtung, aber natürlich eine ganz andere Dimension aufweist.
Also das Verkehrssystem bestimmt mit seiner Geschwindigkeit, wie wir heute draußen bauen, was wir wahrnehmen und vor allem, was wir weglassen. Was wir eigentlich aus der Verantwortung, aus unserem planerischen und damit geistigen Blickfeld eigentlich entfernen. Ganz notwendigerweise. Also die Formen der Infrastruktur haben, auch schon in den 60er Jahren, eine gewisse Form der Bebauung der städtebaulichen Strukturen in der Stadt wie im Dorf. Weil die Zersiedelung am Dorf ist das Pendant zu dem provoziert. Und damit natürlich eine gewisse Form der Monofunktionalität, die Möglichkeit auch, das was eigentlich in der Massentierhaltung, durch die Massentierhaltung schon verboten ist, sozusagen bei den Menschen eigentlich wieder zu praktizieren. Auch da war die Sprache in den 50er, 60er Jahren Hundertwasser schon ganz klar in der Definition und in der Exaktheit in der Definition, nämlich das Lineal als das Symbol des neuen Analphabetentums. Das Lineal ist das Symptom der neuen Krankheit des Zerfalls. Friedrich Hundertwasser. Also wir haben ja eigentlich schon den Versuch unternommen gehabt, eine gewisse Zeit lang mit diesen Strukturen, diese Strukturen zu spiegeln und zu fragen, ja, entsprechen die eigentlich den Bedürfnissen der Menschen? Oder müssen wir eigentlich in die Korrektur, in den Umbau, in die Adaptierung, in die Anpassung eigentlich dieser Strukturen gehen? Auch das ist schon wieder verloren gegangen. Und wir bauen heute Strukturen und nicht nur immer auf die Autostrukturen zu gehen, aber Sie sehen, dass die Geschwindigkeitssysteme, dass die Geschwindigkeit auch im öffentlichen Verkehr zu Unräumen automatisch führen muss. Weil das Problem eben in erster Linie auch der Flächenverbrauch dieser enormen und hohen Geschwindigkeiten ist. Und letztendlich bleibt Gefängnisarchitektur über. Das, was wir eigentlich nicht sehen wollen, haben wir aber im städtischen Raum. Und dazu passen die schnellen Verkehrssysteme auf allen Ebenen mit der Architektur. Also auf der Ebene harmonieren diese Dinge wieder miteinander. Und es bleiben dann eigentlich Dinge über, die wir über lange Zeit als Tabuthema im Städtebau und im städtebaulichen Kontext gesehen haben, aus gutem Grund. Im Geschosswohnbau bzw. im Büro ist das was eines, aber im Wohnbau ist dann die Frage, ja, wie kommuniziere ich denn von da unten mit dem Kinderspielplatz da unten mit meinem Kind? Kann ich dem da von da oben aufrufen, Essen ist fertig, aufgekommen? Geht nicht. Das heißt also, der Bezug nach unten ist nicht nur in der horizontalen Ebene, sondern auch in der vertikalen Ebene. Das heißt, ab dem vierten, fünften Stock gewinnen Sie auch keine Fläche mehr, sondern Sie müssen ja beginnen, all die Bedürfnisse, die da oben auftreten der Menschen, nach Nahrungsaufnahme, nach sozialen Beziehungen, nach Freizeit, Selbstverwirklichung etc., die müssen Sie irgendwo da unten kompensieren. Darüber macht sich die Stadt heute überhaupt keine Gedanken mehr. Und das ist völlig wurscht, ob diese Stapelung in vertikaler Richtung stattfindet, es geht hier nicht nur darum, sondern oder in horizontaler Richtung. Das heißt also, das ist ganz, ganz wesentlich. Und wir haben also hier den Anspruch verloren auf allen Ebenen. Wenn Schulen heute so aussehen und das Umfeld der Schulen so aussieht, dann weiß ich, was hinten rauskommt. Ja? Das heißt also, über Qualitäten zu sprechen, das ist ganz, ganz wesentlich. Das wird uns in der ganzen Diskussion über die Nachhaltigkeit erst einen entscheidenden Bereich weiterbringen eigentlich. Ja, und damit haben wir eben Räume, die früher so ausgesehen haben, zu solchen Räumen gemacht. Und das ist eben etwas, was sozusagen uns heute noch immer prägt und das Verkehrssystem. Und dann stellt sich die Frage, aber wie? Und diese Form sagt zu mir sofort, aber wie? Ja, mit dem Auto. Brauche ich nicht lange nachdenken. Oder vielleicht noch mit der U-Bahn, hier rechts. Aber da muss ich erst da irgendwo reinschlurfen und mich darunter bewegen in den Untergrund. Was ganz ein wichtiger Treiber dahinter ist, und ich mache jetzt einen kurzen Sprung, ist, dass es ja nicht nur einen Transport von Menschen gibt, sondern auch einen Transport von Gütern. Und ich habe Ihnen vorher erwähnt, die externe Energie des Windes, der eigentlich sozusagen die Schiffe hier angetrieben hat. Und was ist eigentlich hier passiert? Was war der wesentliche Treiber dahinter? Naja, es sind nicht immer alle Waren zu 100% am Zielort angekommen, sei es Geld oder Waren. Schiffe waren meistens Piraten unterwegs und da ist halt ein Bruchteil des Geldes angekommen und das war vielleicht wirklich so der Trickle-Down-Effekt. Ein Teil davon haben die Piraten geflattert und haben es dann wieder sozusagen weiterverteilt und dann sind die wieder überfallen worden und so weiter. Also es war ein ziemlicher Widerstand im System. Also immer nur ein Teil des Geldes, des monetären Systems eben hier erfolgreich gewesen. Und das war natürlich ein Dorn im Auge in dem ganzen System. Also man hat natürlich versucht, Zölle massiv abzubauen, die Kosten im Transportsystem über die Jahre immer zu reduzieren. Und jetzt werden Sie fragen, ja,
im System, Verkehrssystem Kosten reduzieren, indem ich Zölle reduziere, indem ich es einfacher mache, über weite Distanzen viele Dinge zu transportieren. Wie kann das auf Dauer funktionieren? Ja, das kann eben nur funktionieren, indem Sie das externalisieren, indem Sie schaffen, andere dafür zahlen zu lassen, dass Sie schnell von A nach B fahren können. Und das sind wir wieder beim individuellen Mobilitätsverhalten, genauso wie beim System, nämlich irgendwer anderer zahlt die Folgen meiner Bequemlichkeit. Das ist ganz klar, das ist sozusagen, wenn ich bequem bin, auch so. Weil das so eingerichtet ist im System, wäre ich ja dumm, es nicht auszunutzen. Also ganz entscheidend dahinter. Was wir damit produzieren, mit diesem Abbau von Widerständen im System, ist ein System der Disharmonie und der Widersprüche im System. Selbes Gebiet, einmal einer informellen Siedlung, Menschen, die sich sozusagen Fläche angeeignet haben, um dort wohnen zu können, um dort leben zu können, eigentlich sehr kleinteilig, entspricht genau den historischen Stadtstrukturen, und einer des Kapitals und des Lineals. Das heißt, schaut natürlich ganz anders aus, und jetzt eine kleine Frage, welche Strukturen, glauben Sie, sind nachhaltiger? Mit dem, was Sie alles kennen aus der Nachhaltigkeitsdebatte, ich glaube, ist eindeutig, oder? Weniger Flächenverbrauch, weniger Energieverbrauch, gut zu Fuß unterwegs. Eigentlich kann ich da drin ziemlich viel abdecken. Das wird sich nicht ausgehen, dieses Lebensmodell im Gesamten. Aber warum gibt es diese Strukturen? Und warum werden die sogar beseitigt, um diese zu errichten? Das heißt also, wir haben einen Treiber in dem System, und das heißt Kapital, das natürlich genau diese Disparitäten vorantreibt. Ganz, ganz wesentlich. In dem System bleiben dann die sozialen Folgen. Ne? Der Große kann gewinnen, der kleine Straßenhändler stirbt aus. Obwohl der Straßenhändler mehr für die Gesellschaft gemacht hat, schafft 18 Arbeitsplätze und der Große natürlich nur einen Bruchteil davon, ein Fünftel circa. Die anderen Kosten werden externalisiert, das sind etwa diese Größenordnung. Und das ist natürlich auf allen Ebenen passiert. Eine typische Wiener Straße noch in den 30er Jahren, können jetzt alle Geschäfte durchgehen, das Gasthaus, das Milchgeschäft, der Kreisler und so weiter und so fort. Mehr als 30 Geschäfte in einem Straßenabschnitt von etwa 150 Meter. Alles weg heute, gibt kein einziges davon. Heute mehr eine tote Erdgeschosszone. Und dann fragen wir, naja, warum müssen die Leute, aber wie? Wie kommen sie heute von A nach B, beziehungsweise aber wie erholen sie sich denn ihr Essen? Wo treffen sie ihre Freunde? Wieso können sie nicht mehr ins Kino gehen, was da in der Nachbarschaft war? Etc., etc. Wo sind ihre Arbeitsplätze hier, Betriebe und so weiter und so fort? Alles weg. Also wir sprechen gerne über das, was neu ist in der Welt, aber wir vergessen immer mehr darüber zu diskutieren, was verloren gegangen ist. Und das ist ganz wesentlich. Ich sage nicht, dass das Neue alles schlecht ist, aber wir müssen, je mehr wir sozusagen und mit höherer Geschwindigkeit Neues in die Welt kommt oder gebracht wird, industriell oder auch sozial, müssen wir auch darüber sprechen, was damit verloren geht oder was möglicherweise dadurch verloren gegangen ist. Ganz wesentlich. Das heißt, die Energie spielt eine wesentliche Rolle. Illich, heuer 20. Jahrestodestag, Energie und Gerechtigkeit. Ganz wesentliche Texte aus den 70er Jahren, die das eigentlich schon zeigen. Ich möchte jetzt da im Detail nicht mehr darauf eingehen, vielleicht auch um zu einem Ende auch zu kommen, schrittweise. Wenn wir uns diese Strukturen auch ansehen, was wir eigentlich brauchen, dann ist das eigentlich genau das Gegenteil von dem, was heute stattfindet. Und das ist ganz entscheidend im Alltagshandeln. Was für Strukturen haben wir rechtlich, finanziell, aber auch sozusagen in unseren Gedankenkonstrukten, die eigentlich, das ist alles nice to have, ne? Also Pool, Zaun, abgetrennt vom Nachbarn, damit keine Probleme entstehen, zwei Autos vor der Haustür, das ist sozusagen dieses Bild. Wir wissen aber, das wird sich nicht ausgehen. Und sozusagen, was steckt dahinter, dass wir diese Bilder eigentlich nach wie vor verstärken und vorantreiben? Und der Verlust ist heute klar, es gibt ja Profiteure in dem System. Das, was heute nicht mehr existiert, wir alle sitzen ja noch da, wir alle haben Nahrung, wir alle oder viele haben Arbeitsplätze auch, das existiert ja irgendwo. Wir befriedigen diese Bedürfnisse, nur nicht mehr dort, wo sie über Jahrhunderte oder Jahrtausende bei den Städten befriedigt werden, sondern irgendwo außerhalb. Außerhalb mit Gratisparkplätzen und Auto, dort kann ich es befriedigen. Was ich in Neusiedeln nicht kriege, muss ich halt nach Bahndorf rauffahren und das schaffe ich nur mit dem Auto. Oder ganz schwierig mit dem Bus, weniger schon mit dem Radl, weil es da auch noch diese Hürde gibt, diese topografische. Aber das ist natürlich, das sind sozusagen die parasitären Strukturen und so verhalten wir uns dann. Und der ist schon lang weg. Ne? Der ist sozusagen Nostalgie. War mal, dem weint man sozusagen nach heute, ohne zu wissen, was eigentlich die Ursachen sind oder was die Ursachen waren.
Und damit alles funktioniert, damit wir alle so, damit alles weiterläuft, das Essen im Supermarkt, der Strom aus der Steckdose, dafür gibt es diese Strukturen draußen, die wir gerne ausblenden, außerhalb der Städte. Aber wenn wir mal rund um Wien ein bisschen unseren Tag bewegen, werden wir viele solche Strukturen erkennen, die die Grundlage dafür sind, die Logistik Landscapes, dass wir drinnen überhaupt noch Nahrungsmittel im Supermarkt haben. Also die Strukturen bestimmen unser Verhalten. Wir alle betreten den Raum durch die Tür, weil irgendeiner, ein Baumeister hier eine Aussparung vorgesehen hat und wir versuchen nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und die Planung, die eigentlich dahinter steckt, sollte eigentlich diese Strukturen in der Zukunft antizipieren und entsprechend die Frage stellen, was brauchen wir eigentlich, ganz wesentlich. Was brauchen wir eigentlich wirklich? Sozialräume, dort wo wir uns begegnen können, wo wir Menschen treffen können, wo wir uns austauschen können. Damit kann ich ganz viel Verkehr substituieren, vermeiden. Das ist ganz wesentlich. Auch beim Verkehr geht es in erster Linie nicht ums Verlagern von einem Verkehrsträger auf den anderen, sondern, und das steht auch in allen Papieren seit den 70er Jahren, in allen Verkehrskonzepten, egal ob in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich, auch im englischsprachigen Raum, ist an erster Stelle immer Verkehr vermeiden. Ja, weil dann, das ist da sozusagen die effizienteste oder sinnvollste Methode. Das bedeutet in erster Linie ja nicht, meint man ja den räumlich, also den mechanischen Verkehr auch, aber vor allem auch Verkehr zu bündeln, indem man fragt, ja, wo gibt es eigentlich Orte, wo ich noch verkehren kann, wo ich eben auch Informationen austauschen kann. Öffentliche Räume gestalten, ganz wesentlich, in den Dörfern zu fragen, ja, wie schafft es sich eigentlich? Ja, da braucht es immer die Möglichkeit, dass ich da einen Schanigarten machen kann, dass es dort angenehm ist zu sitzen, dass es dort einen Schatten gibt, dass es Grün gibt, ganz wesentlich. Dann brauche ich nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, wo ich das vielleicht nicht habe. Kleinteilige Strukturen, die es ermöglichen, dass Leute ihre Dinge, die sie machen, weil sie sich selbst verwirklichen können, und wollen, auch darstellen können und anbieten können. Das ist sozusagen der Markt. Und zwar der Markt im klassischen Sinne und nicht der Markt, der heute vielfach im wirtschaftstheoretischen Sinne diskutiert wird, sondern der Markt, wo ich hingehen kann und zeigen kann, dass ich etwas kann. Das ist ganz wesentlich. Und dort was tun kann. Wenn es diese Räume nicht gibt, weil ich zu schnell bin und vorbeifahre, oder weil ich dort gar nicht hinkomme oder weil das die städtebaulichen Strukturen nicht zulassen. Das ist ein Problem. Wer früher die Brünerstraße noch hinausgefahren ist, hat in Orten wie Wolgersdorf, wo es dann einen Stau aufgegeben hat, bei der Ampel, hat gesehen, dass dann immer daneben die Bauern gesessen mit den Kartoffeln oder wo du halt was mitgenommen hast, wenn du Richtung Wien gefahren bist. Na, wenn ich auf der A5 unterwegs bin, kann ich mir aussuchen, ob ich sozusagen bei McDonald's stehen bleibe oder durchfahre. Das heißt also, diese Strukturen verändern das Wirtschaftsverhalten. Ganz, ganz wesentlich. Und dazu braucht es eben Plätze, dazu braucht es öffentliche Räume, die das erst ermöglichen. Das geht schon in kleinen Gemeinden ganz gut. Und Bewegungsräume natürlich für die Kinder. Ganz entscheidend. Das heißt also, das muss vor der Haustür auch so ausschauen und ich muss es auch so zulassen dürfen, dass sich mein Kind bewegt. Also Sicherheit ist ja genau oft das Gegenteil von Freiheit oder ein Sicherheitsdenken. Also wir brauchen einfach Räume, die Neugierde schaffen. Ne? Räume, die es möglich machen, auch Leute zu beobachten. Ich mache jetzt in der Gemeinde Stilfs in Südtirol, unterstütze ich die Gemeinde ein bisschen und das ist spannend, ich war jetzt in den Ferien ein paar Tage dort und die haben unten so immer Garagen, so der Werkräume, also Garage ist dort kein Raum zum Abstellen des Fahrzeugs, sondern ein Werkraum und dann laufen die Kinder herum und beobachten, was die Leute dort unten am Vormittag machen. Der eine streicht halt irgendwelche Fensterläden und so weiter. Da stehen dann wieder eine Traube, die Kinder rundherum und beobachten das, also lernen. Das ist der wirkliche Lernraum, nicht die Schule. Das heißt, wir brauchen eben Dinge, die Neugierde schaffen. Ne? Serielles Sehen zum Beispiel. Aber was kommt denn da? Was könnte denn da hinten sein? Das ist ja das, was auch Kinder motiviert. Wenn sie mit einem Kind auf dem Forstweg unterwegs sind, mit einem Jungen, der wird schnell müde. Aber wenn sie auf einem Waldweg sind, der irgendwo meandriert, wo immer irgendwo was hervorkommen kann, etc., dann merken sie, das schafft Neugierde. Da gehe ich gern, weil da hinten Wechsel von Licht und Schatten, Abstände, das ist doch ganz was anderes. Das sind die ästhetischen Komponenten, die in einer technokratisierten Welt, die am Computer entwickelt wird, natürlich völlig verloren gegangen sind. Aber die wir genau so brauchen. Das heißt, der Stadt muss ich lesen können wie ein Buch, meine Umgebung, die eben gewisse offene und geschlossene Räume hat. Wenn ich mich so nicht durch die Stadt bewegen kann, auch nicht durchs Dorf, weil dasselbe gilt im Dorf nur für anderen Maßstab, dann wird sie sozusagen trostlos. Dann brauche ich das Auto vor meiner Haustüre. Ich genauso wie jemand anderer auch. Das heißt, wir brauchen Kleinteiligkeit, Abwechslung, Vielfalt im System. Und das ist ganz schwierig herzustellen unter den jetzigen Rahmenbedingungen des Kostendruckes und so weiter und so fort. Denkt man nur an die Fassadengestaltung etc. Aber sozusagen diesen Anspruch, diesen Diskurs, diese Prioritätenreihung, die veränderte Wertehaltung wieder zu führen und zu fragen, was brauchen eigentlich Menschen,
Das ist ganz wesentlich. Ein Bereich, der früher eine Fahrbahn war in Wien, im zweiten Bezirk, dann wieder umgestaltet worden ist, um zu zeigen, es kann öffentlicher Raum kann eben auch anders aussehen. Ganz, ganz wesentlich. Und dort, wo man eben versucht, diese Dinge umzusetzen, zu schauen eben, dass wir zusammenhängende, größere Gebiete schaffen, wo es am Rande irgendwo das Abstellen der Fahrzeuge ist und genauso wie ich gesagt habe, mit den Schuhen, man versucht drinnen Flächen und Orte wieder für Menschen zu schaffen, das sind ganz wesentliche Bedingungen. Und auch wenn da nicht immer alles passt, was die Qualitäten und so weiter betrifft, also sind es einfach erste gute Ansätze. Zu allerletzt, man darf sich nicht fürchten, man kann auch Dinge schön groß verändern im Maßstab, es dauert eine Zeit lang. Typisches Beispiel aus der Stadtautobahn von Seoul, was ich immer herzeige, was in den 50er Jahren errichtet worden ist, ähnlich viele Autos wie auf der Südosttangente, rund 200.000 Fahrzeuge und wo man dann eben beschlossen hat, in den Anfang der 2000er Jahre diese Autobahn abzureißen und den Fluss, der darunter bestanden hat, wieder freizulegen. Also hier wurde auch Verkehr verändert, weil auch hier findet heute überall Verkehr statt. Ja, ist vielleicht nicht so einfach zu messen, ist eine andere Form des Indikators, aber er findet hier deutlich statt und anders. Und dann belastet man halt noch ein paar so Mahnmale, um zu zeigen eigentlich, wie diese Strukturen hier vorher ausgesehen haben. Also da oben war früher, wo die Stützen sind, sozusagen die Autobahnen. Vielleicht zu guter Letzt ein paar so Hinweise auch auf Filme, die ich Ihnen ans Herz lege, die so ein bisschen aus den kulturellen, möchte nicht sagen Randbereichen kommen, aber sie sind natürlich nicht im Mainstream zu finden, ist, wir sprechen immer gerne über Urbanisierung. Die Urbanisierung soll Probleme lösen und wenn Sie hier im Bereich, was weiß ich, Äthiopien oder hier das Beispiel auch aus Afrika eben sehen, wie sich die Lebensumstände durch Transformation des Lebensraums einer agrarischen Lebensweise oder agrarisch strukturierten Gesellschaft verändern, welche Abhängigkeiten geschaffen werden in einem System, in dem man sie von zwingt, ihre Lebensweisen zu verändern, indem man sie zwingt, von einer bäuerlichen, agrarischen Selbstversorgungsstruktur diese aufzugeben und dann irgendwo in so ein Kastel zu ziehen, also in so einen Stall. Und das hat natürlich massive Auswirkungen, wenn man das über lange Zeit und über große Systeme natürlich hinwegzieht. Oder eben, wie man versucht, informelle Siedlungen oder gewisse Qualitätsansprüche gegen den Willen auch der Menschen durchzusetzen. Wir haben ja schon lange keine informellen Siedlungen mehr, wie sie entstanden sind, noch in der Nachkriegszeit, wo Menschen einfach irgendwo außerhalb der Stadt hingegangen sind und Fläche und Land besetzt haben, um dort Gemüse anzubauen und sich dort versorgen zu können. Aber ich glaube, auch das zeigt es eben, dass wir eine gewisse Rechtsstruktur, einen gewissen Rechtsrahmen haben, der es uns heute fast verunmöglicht, mit Systembrüchen umzugehen. Und da sehen wir ja, wie schwierig die Diskussion ist und wie verzweifelt wir alle wahrscheinlich sind auf der Suche nach einem Ausweg aus dieser Situation. Ein schönes Buch, das gibt es auch auf Deutsch, von David Gräber, er ist vor 2 Jahren gestorben, er hat es noch mit einem Kollegen, eben David Wengrow, geschrieben, das heißt Anfänge auf Deutsch. Und das ist ganz spannend, weil er beleuchtet 60.000 Jahre Menschheitsgeschichte und zeigt, dass Strukturen auch, indem man Nischen beschreibt, in die jeweiligen Gesellschaften noch ganz anders funktionieren könnten, wie das, was zu der jeweiligen damaligen Zeit auch üblich war. Dass eben beispielsweise auch große Städte oder große Ansammlungen von Menschen nicht notwendigerweise eine hierarchische Struktur bedingen, wo sozusagen einer vorgibt, damit sozusagen das System funktioniert, sondern hat eben gezeigt, dass es durchaus immer wieder so Grassroots-Bottom-up-Bewegungen gab und dass eigentlich die immer als die Führer oder Stammesältesten oder was auch immer bezeichnet worden sind, immer wieder mit einem gewissen Lächeln ihnen gegenübergebracht wurde. Manchmal haben sie sich auch darüber lustig gemacht im Kollektiv, um sozusagen die Machtposition auch entsprechend immer zu relativieren, weil er hat nur so lange die Macht, solange sie ihm gegeben wurde oder solange es die anderen mitgetragen haben. Also wie von A nach B, eben ob eine Stadt zivilisiert ist, hängt eben nicht von der Zahl ihrer Schnellstraßen ab, sondern davon, ob ein Kind auf dem Dreirad unbeschwert überall hinkommt. Das ist das Kriterium. Und dann ist es sozusagen klar. Ja? Mache ich gleich, ich habe noch eine Folie, dann beantworte ich die Frage. Das heißt, das Aber wie von A nach B hängt immer davon ab, wo investiere ich etwas. Der Kollege Schalcher aus der Schweiz hat das eben mit diesem Spruch einmal oder mit dieser Aussage einmal sehr, sehr gut beschrieben, nämlich der Erhalt eines Lehrers bringt einem Dorf mehr als eine ausgebaute Straße, damit die Schüler in einem breiteren Postauto täglich aus dem Tal hinaus oder wieder zurückgefahren werden können. Das heißt also,
Ich kann mir überlegen, investiere ich ins Mobilitätssystem oder betrachte ich einmal oder analysiere mal die Ursachen, warum die Leute überhaupt gezwungen werden, von A nach B zu kommen. Und das sollten wir auch wieder viel stärker in die Diskussion zurückbringen. Vielen Dank. Vielleicht ganz kurz zu der Frage, es ist jetzt auch aufgrund der Zeitkürze natürlich, sind da viele Themen enthalten, die eine oder mehrere Vorlesungseinheiten wahrscheinlich bedürfen. Es gibt zwei Dinge, nämlich ich habe diese Disparitäten gezeigt, die natürlich Finanzmittel heute erzeugen, wo es nicht mehr in erster Linie um Qualitäten geht, sondern wo es darum geht, sozusagen aus Geld mehr Geld zu machen. Und gleichzeitig haben wir an dem Beispiel sehr gut gesehen, wie die Diskussionen um Urbanisierungsprozesse und so weiter heute eigentlich dazu zu führen, Menschen, die eigentlich in einem sehr guten Gleichgewicht gelebt haben, was ihr Lebensumfeld und ihr Lebensstandard, auch dem, was sie selbst definiert haben für sich, bedeutet, dass man sie in ein anderes System zwingt. Nämlich jenes der Zwangsabhängigkeit und der Zwangsmobilität. In dem Beispiel sieht man in dem Film am Anfang ein Schulkind, das sozusagen bei einem Fluss und dann später durch die Landschaft wandert zu einem Ort, wo sich Kinder treffen und unterrichtet werden. Und dann schwenkt die Kamera auf den Horizont und man sieht, wie die Stadt wächst, sukzessive, das, was als Stadt bezeichnet wird, das ist eine Ansammlung von Wohnraum und man ahnt schon in der ersten Perspektive und in der ersten Einstellung, dass das Stadtwachstum die von dort verdrängen wird. Ja? Und die benötigen für diese Lebensweise an ihrem Ort natürlich mehr Fläche, weil sie Subsistenzbauern sind und Ziegen haben und Milch melken und dort sozusagen autark sind. Aber es drängt ein System auf sie zu, dass sie zwingt, ihre Fläche ihren Boden aufzugeben. Ja? Deswegen ist ja Boden heute das Thema, ihren Boden aufzugeben, der ihnen Nahrung gibt und sie in dieses System zwingt, sich eine Wohnung dort zu nehmen oder jene zu bekommen, zugeordnet zu bekommen, staatlich angeordnet. Und dann sieht man Mitte des Filmes dann, wie die Leute versuchen, natürlich Geld zu verdienen. Und sie haben natürlich gelernt, sozusagen in erster Linie das zu machen, was ihre Großvater, was ihre Eltern gemacht haben, nämlich sich selbst zu versorgen und den halben Tag einmal zu schauen, was sich tut, in die Landschaft zu schauen und mit ihren Kindern zu sprechen. Und sie sitzen dann in den Wohnungen und müssen halt dann irgendwas tun, Taxi-Driver oder sonst irgendwas. Man sieht dann eine ganz lustige Einstellung, man fährt dann mit so einem Tuk-Tuk-Taxi mal mit die Kamera, einmal 5 Minuten eine gerade Straße und links und rechts entstehen diese Wohnghettos. Also man sieht eben, es geht nicht mehr darum, was die Menschen, und damit entsteht ganz viel Zwangsmobilität natürlich, weil die müssen dann pendeln, dann brauchen sie einen Bus, weil die Menschen haben dort keine Arbeit mehr, damit entstehen die sozialen Probleme, weil wenn die Menschen keine Arbeit haben, keine Selbstverwirklichung, wo sie sich früher in der Landwirtschaft verwirklicht haben. Also es entsteht einfach ein Teufelskreis. Und ich möchte es nur deswegen gehen, weil ich habe es deswegen auch immer erwähnt, weil ich Orte derzeit immer wieder so eine, in der ganzen Urbanistik-Diskussion und auch in der Stadtplanungsdiskussion, so das Momentum, muss man eigentlich sagen, dass die Stadt die Lösung ist. Die Stadt ist nicht die Lösung, sie ist auch nicht das alleinige Problem. Aber ich möchte nur dazu sagen, es braucht beides. Es braucht die Stadt mit ihren Qualitäten, aber die Stadt braucht auch das Umfeld. Ja? Und die Stadt ist auch abhängig von ihrem Umfeld. Und gleichzeitig muss uns klar sein, dass die Stadt gewisse Zwänge hat, die gewisse Lebensweisen zulässt und gewisse Lebensweisen nicht zulässt. Und das Gleiche gilt aber für das Land. Aber wir leben natürlich, es gibt Treiber in diesem System, die natürlich versuchen, das auszunutzen. Und dazu gehört natürlich auch Kollaboration und Korruption, wie in dem Fall auch natürlich mit der Politik. Vielen Dank. Das heißt, Harald Frey!